Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Stappenbach. Boah, fast wäre ich wieder falsch dran gelaufen. Paul, Uwe, hallo. 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 Wir fliegen Kanister. Bitte mal sparsam. Sparsam? Wieso sparsam? Mit Paul, Uwe. Nee, Paul, Uwe. Paul, Uwe. Uwe, Paul. Paul, Uwe. Oder der Puwe. Egal. Wow. Okay, das war schlecht. Ja, wir sind gerade noch dabei, die Hühner ein bisschen zu versorgen. 4 Eier, wo sind die? Ich will die essen. Die musst du ausladen, glaube ich. Okay, dann will ich sie nicht essen. 5 Eier. Boah, geht richtig voran hier. Ja. Wasser mal, und Hühnerfutter haben sie auch schon gebraucht. Hat man nicht mal... Uwe? Ja. Hat man nicht mal 50 Hühner? Ja, bei mir steht da auch 50 Hühner unten drin, ja. Was? 50 Hühner, 99%. Bei mir steht hier 49. Moment, da oben im Display steht 49. Okay. Hast du einen Hund? Hast du für Mittagessen? Ne? So. Nee, ich hab mir keins gemopst. Okay. Ah, oh, das ist gerade geleckt. Okay, also, wollen wir das nicht nach Hause bringen? Ja, mach das. Ich würde weiter Kartoffeln ansehen. Ja, danke schön. Ja, mach das mal. So, natürlich gehören die Hühner auf unseren Hof, dann auf unsere Wiese oder wie auch immer man das nennen will. Wir bringen die jetzt auf alle Fälle. Die machen Geräusche während der Fahrt. Das ist doch gut. Dann willst du ihn doch. Was willst du denn mehr? Das blühende Leben, wie sagt ihr das? Ja. Können wir die auch auf dem Feld stellen, das nicht uns gehört? Ja, ne? Ja. Gut. Wenn du den Nachbarn freundlich fragst, bestimmt. Ach, das sind hier Hühner, Bio-Eier aus Freilandhaltung, weißt du? Ja. Ich hoffe, ich komme. Wir haben doch hier neben unserem Feld 2 noch eine kleine Wiese. Genau, da wollte ich sie draufstellen. Ja, perfekt. Hinten dann bei der Kartoffelwaschanlage, da sollten sie ja nicht stören, ne? Nee. Dass sie halt noch ein bisschen Sonnenlicht bekommen. So, jetzt können wir noch ein bisschen Verbrauchsgüter damit den Unimog holen, weißt du? Kein Problem, ja. Gucken wir mal, wie schnell die das verbrauchen. Ich weiß ja, tatsächlich ich weiß das gar eigentlich nicht. Auch nicht. Der Paul ist auf der 34. Alles klar. Wahrscheinlich Ballen aufladen, würde ich vermuten. Wahrscheinlich, ja. Ich sehe nur den Pfeil unten rumflitzen, aber... Nö, man. Man? Oh. Hast du die anderen Ballen jetzt schon verkauft? Nö. Können wir die verkaufen? Also, warte mal. Anders gefragt, brauchen wir das Geld dafür? Geld brauchen wir immer. Weil, okay. Ja, stimmt, wir könnten vielleicht noch ein paar Kühe kaufen oder. Oh, warte, wir wollten noch einen Futtermischer kaufen, oder? Nee, Futtermischer haben wir. Nee, Futtermischer haben wir, ja. Komm mit dem Projekt durcheinander. Mhm. Unter Harnsbach, glaube ich, bin ich jetzt. So. Ist das schon unsere Heimat hier? Ah ja, das kenne ich jetzt schon, ja. Aber wenn du die Ballen verkaufen würdest, könnte ich mir einen Kompakter da holen. Dann gehst du doch verkaufen, du hast einen Unimog. Oh ja, geil. Warte, ich muss erst die Hühner hier unterbringen. Das ist ein Schild. So. Auf welche Wiese wollt... Oh, ich weiß, wo ich die hinpacke. Oh, ich weiß es. Ja, ich habe eine Vermutung. Und das genau da fährt er hin. Damit andere da nicht mal reinfahren. Ja, ich wusste, dass das kommt. Ich glaube, ich stehe falsch. Warte, ich muss umdrehen. Aber der Platz ist wie für die Hühner gemacht. Das muss man einfach so sagen. Bisschen Schatten haben sie. Wenn sie wollen, können sie in die Sonne rausgehen. Ja. Super. So, meine Hühners oder unsere Hühners. Ja, perfekt. So, dann läuft die Luzi. Hast du die Ballen noch am Feld liegen, Paul? Ja. Sehr gut, dann komme ich da vorbei. Du machst jetzt weiterhin Silageballen, oder? Ja, hätte ich jetzt vorgehabt. Das heißt, für die Mischfutteraktion haben wir dann noch was über. Ja, wir müssen dann halt noch Heu machen. Aber ja, Gras wächst ja relativ schnell. Das stimmt. Zur Scheune, warte mal, zur Scheune. Wo ist die Scheune? Weiß ich jetzt gar nicht. Was bringt denn ein Ballen? Oder 1000 Liter?
360, glaube ich, so in der Richtung. Oh, das war gar nicht schlecht. Komme ich da rum, Paul? Auch mit dem Anhänger hier? Über die Brücke? Ja, über die Brücke. Nee, ich glaub's nicht. Soll ich komplett außen rum? Na, ist ja auch Blödsinn, oder? Doch, bin ich vorhin auch. Das geht eigentlich recht zügig. Also gerade mit dem Unimog geht das zügig. Mit dem Ballenbahn glaube ich nicht, dass du schaffst. Ich muss es aber nochmal versuchen jetzt. Versuch das mal. Ich hab das also mit, schon, mit den beiden Mähwerken war das schon verdammt eng und mit der Presse klappt es noch gerade so, aber mit dem Wagen würde ich es nicht versuchen. Also ich sehe es so am Horizont, Werner fährt schon wieder rückwärts. Weil rückwärts geht immer, deswegen. Achso, ja, okay. Also, ich glaube mir das jetzt wahrscheinlich nicht, aber rückwärts ging es einwandfrei. Ich glaube dir das. Man muss einfach noch ein paar Sachen muss man einfach mal versuchen. Haben wir denn gleich was, um hier Dünger aufzubringen aufs Feld? Nein. Ich glaube, Dünger war unser Schwachpunkt, ne? Da müssen wir uns was organisieren. Ja. Da müssen wir jetzt echt mal was organisieren, weil das... Kalk hatten wir auch noch nichts, ne? Nein. Okay, weil ich bräuchte Kalk. Ja gut, das ist einmal schon mal gedüngt. Dünger. Okay, dann lass uns doch erstmal einen Streuer kaufen, oder? Weil wir müssen kalken, wir müssen düngen, dann lass uns doch, weil das... Die Diskussion haben wir schon öfter gehabt, Paul. Mhm. Da bräuchten wir was, mal, weil sonst... Führen wir die noch fünfmal. Wenn's reicht. Die Zeit vergeht relativ schnell hier, ne? Oh, wenn man halt auf 5 spielt, wa? Danke, Uwe. Bitte. Oh Mann. Ich muss ich mal nochmal anschauen, wo diese Scheune war. Ich hab die nicht gefunden auf Anhieb, ne? Heißt die einfach nur Scheune? Die heißt einfach nur Scheune. Okay, ich guck gleich mal mit. Alter. Uwe. Ja. Guck mal auf die 147 und zoom mal ganz nah ran. Auf die 147? Moment. Ich muss sie erstmal suchen. 160, 100. Siehst du, was ich sehe? Nein, ich. Da ist die 147. Da sind Futtersäcke unterwegs. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie die da hinkommen. Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht, aber sehr, sehr interessant. Das sind auf alle Fälle die wir damals... Also, wir haben in der Pause von der Folge von gestern auf heute haben wir noch ein paar Sachen gekauft. Und da sind uns 2, 3 Futtersäcke abhanden gekommen. Oder vielleicht mehr sogar. Ja. Eher mehr, ja. Die liegen irgendwo da oben. Aber die wandern auch, ne? Ehrlich? Ja, die wandern weiter. Oh, bei mir sieht das so aus, die wandern. Also die werden irgendwann, keine Ahnung, wenn die so weiterfahren, bei der 166 vielleicht rauskommen. Okay. Interessant. Naja. Eher ein bisschen mysteriös, würde ich sagen. Aber ja, gut. Ich habe die Scheune gefunden. Die Scheune ist beim Viehhändler. Und zwar bei Unterfeld 48. Jo, habe ich gerade markiert vorher, danke. Ja, gerne. Ah, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ah, Mann. Ich frage mich mittlerweile, wie wir es damals ohne Unimog geschafft haben. Der Ding ist ja wirklich unabdingbar mittlerweile. Man hat einfach zugeschafft. Ja, man hat einfach was, ne, ein Fendt oder sowas genommen, aber. Das ist der Unimog, der treueste Begleiter, den man haben kann. Mhm. Paul fühlt sich jetzt bestätigt. Mhm. Paul, ich hab gehört, bei dir war ein Traktor kaputt. Ja, frag mich. Was da passiert? Kupplungsnehmerzylinder ist der Schlauch gerissen.
Eine Mordsauerei wahrscheinlich. Nö, so viel ist da nicht drin, aber du musst dir vorstellen, du steigst ein, willst die Kupplung drücken zum Starten und tritt ins Leere. Flop. Oh, das habe ich schon mal gehabt, ja. Oh, das ist echt lustig. Oh, wo darf ich denn die Kartoffelsämaschine ablegen? Legen? Vielleicht irgendwie zu der anderen Sämaschine dazu. Ja, ich versuch's mal, müsste passen. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben das Wichtigste überhaupt vergessen. Was wäre das? Der Kärcher. Das war der Kärcher. Ich kann sagen, die Baukosten kommen mir bekannt vor. Ja, ja, das haben wir schon mal gesehen. Geht ja gar nicht. So, genau 24 Balden. Mhm. Alter, Unimog ist kurz an der Leistungsgrenze hier. Boah, nee, du. So, ab zur Scheune. Hat der schon die Assemble IC? Nein. Maus IT IC, glaube ich. Ah. Ach, soll doch mal alle rein, das ist mir ein bisschen zu heiß hier. Ich schnapp mir den Schwader. Darfst du tun? Okay. Auf der 30 warst du? Mhm. Okay, mal gucken, wie ich da schnell hinkomme. Du fährst 34 an... 34 so rum. Ah, ich hab schon gesehen, alles gut. An 36 vorbei und dann runter. Genau, ist ja gar nicht so schwer. Alter, dieser Reha-Mod, ne? Der ist schon, also... Das, ja. Das dauert. Haut auch, rein, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ey. Aber ist ja gut, wenn ein bisschen Herausforderung da ist. Könnte ich mir einfach einen 1050er kaufen, einfach nur, weißt du? Auch langweilig. Das geht auch mit Reha. Alter, die Leute gehen einfach auf die Straße hier. Juckt die nicht. Juckt die nicht. So, wo muss ich denn? Ah, weiter vorne muss ich hier runterfahren. Oh, das ist... Also der Wagen ist eindeutig zu lang für diese Karte. Sollst du so einen kleinen Ursus mit draufnehmen? Nee, da haben nur 8 Ballen Platz, da jammer ich auch wieder. Ja, genau. Ah, es geht dann irgendwie, schaffe ich das schon. Muss man einfach mehr rückwärts fahren, ne? Das ist einfach so. So. Ich habe gehört, dahin bist du Pro. Ja, also was heißt Pro, ne? Ich wurde halt in den Kommentaren als sehr guter Fahrer dahergestellt, aber ja, ist auch richtig irgendwo, ja. Aber ich glaube, ich war gerade ein guter Moment, also das ist nicht immer so. So, Jungs, habt keine Angst, gleich kommt Geld. So. Oh, nicht schlecht. Du, das hat eine Wiese war das, ne? Ja, ja, da kommt noch. 33.000. Zweite jetzt hier. 34.000. Alter, Paul, bist du schnell. Ja, klar. Na, ich musste erstmal gucken, ob ich den richtigen Eingang gefunden habe und dann hier nicht alles nach außen schwaden. Oh, da wird er allergisch, der Paul. Eieiei. Ja, gut. Ich fahre andersrum. Das ist kein Mittelschwader. Wir wollen ja hier realistisch spielen. Wenn ich nachher mit der Presse durch ein Flussbett durchfahren muss, ist es nicht so lustig. Ja, hast ja recht, alles gut. Schrei doch nicht so. was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, soll ich jetzt einen Streuer kaufen, Jungs? Ja, mach das gerne. Weil den brauchen wir ja, ne? Ich glaube, haben wir einen Mod drin oder nehme ich den Predal? Ich muss mal gleich mal schauen. Ich glaube, wir haben keinen guten Mod drin. Nee, ich habe eben ganz kurz geguckt, einen guten Mod haben wir tatsächlich nicht. Bin vielleicht mal kurz in die Wiese abgeflogen, aber... Ne? Passiert. Ah, da unten sehe ich schon. Kann ich hier nicht gleich reinbiegen? Doch, ne? Doch. Wenn ich schon mal da bin, oder? Da hinten sehe ich schon die ersten Ballen liegen. Den ersten. Achso, okay. Naja, man kann ja mal, ne? Also.
Ja, man kann ja mal träumen, ne? Oh, hier ist Wasser. Oh, hier ist eine Brücke. Ach du Scheiß. Ach du. Ach, komm. Ah, warte. Oh, das ist ein bisschen, So, hier bleibe ich stehen, das ist ein gutes Thumbnail. Gut, liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne beim Uwe vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.